Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich gerne heute über das Thema Antibiotikum reden, beziehungsweise Antibiotika. Und ich glaube, dass viele einfach Dinge nicht wissen und nicht wissen wollen, gekonnt auch ignorieren oder es bleibt ihnen nichts anderes über, weil ihnen die Informationen fehlen und sie möchten sich selber nicht darüber schlau machen. Und ich fange mal damit an, dass das Wort Antibiotikum ja eigentlich das Gegenteil ist von Probiotikum. Es gibt ja die sogenannten Probiotika, die nimmt man dann wieder zum Darmflora aufbauen nach einer Antibiotikum- oder Antibiotikatherapie. Und das Wort Antibiotikum ist eigentlich griechisch und heißt gegen das Leben auf Deutsch übersetzt. Und Probiotikum oder Mehrzahl Probiotika heißt für das Leben. Und ich bin auf das ganze Thema eigentlich deshalb aufmerksam geworden, weil ich wirklich in meinem Leben schon oft Antibiotika genommen habe und verschrieben bekommen habe, bis ich dann irgendwann gesagt habe, stopp, jetzt ist Schluss. Und ich habe auch einige Nebenwirkungen davon getragen sozusagen. Und ich hatte auch mit 16 hatte ich das pfeifische Drüsenfieber. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es wird auch Mononukleose genannt oder also pfeifisches Drüsenfieber oder Epstein-Barr-Virus, genau. Und ich hatte damals auch, es wurde nicht erkannt und ich war wirklich lange krank, hatte immer eitrige Mandeln und so weiter und so fort und habe wirklich ein Antibiotikum nach dem anderen bekommen. Und mir ging es dann nur schlechter und schlechter und schlechter, bis dann festgestellt wurde, oh, es ist ja der Epstein-Barr-Virus und gegen Viren helfen ja bekanntlich keine Antibiotika, nur gegen Bakterien. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ich hatte zu der Zeit ganz oft das Antibiotikum Ciprofloxacin verschrieben bekommen. Und Ciprofloxacin, das ist nur eines von ganz vielen Antibiotika von einer speziellen Sorte und diese Sorte nennt sich Fluorquinolone. Ich schreibe das nochmal in die Infobox runter. Ich schreibe auch nochmal, welche Antibiotika zu diesen Fluorquinolonen gehören. Und Fluorquinolone sind sogenannte Notfallantibiotika. Also das sind sozusagen, man nennt sie auch, ich glaube, Panzerschrankantibiotika, wird das in der Medizin genannt. Also wirklich nur, wenn eine Epidemie ausbricht, wenn man irgendwie multiresistente Viren hat, dann sollte man auf diese Fluorquinolone zugreifen, sollte. Es ist aber so, dass diese Fluorquinolone, die werden bei Blasenentzündung verabreicht, bei Zahnfleischentzündung, bei irgendwelchen grippalen Infekten und so weiter und so fort. Also die Menschheit wird wirklich damit zugeschüttet. Und ich weiß, das ist jetzt ein etwas krasser Einstieg. Ich wollte das eigentlich etwas sensibler gestalten, auch für die Leute, die sagen, hey, du verteufelst die Schulmedizin, du bist generell gegen Antibiotika. Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin dankbar für die Schulmedizin, was man damit alles machen kann. Und wer eine schwere Lungenentzündung hat, es gibt nichts, also klar ist dann der Nutzen größer als der Schaden, den das Antibiotikum verursachen kann oder verursacht. Auch bei irgendwelchen sonst ernstzunehmenden Erkrankungen. Aber was ich eigentlich, also ich möchte mit diesem Video einfach nur so ein bisschen die Menschen, die das hier sehen, ein bisschen sensibler machen im Umgang mit Antibiotika. Auch wenn sie vom Arzt eins verschrieben bekommen, vielleicht dann nochmal selber nachforschen, erstens, was es für eins ist. Da komme ich gleich nochmal zurück auf diese Fluorquinolone und ob es nicht irgendwie eine andere Therapiemöglichkeit gibt, ob es wirklich nötig ist, schon ein Antibiotikum einzusetzen und was es für Alternativen gibt. Um kurz vorweg dieses Thema der Fluorquinolone zu beenden. Also es gab ja wirklich einen riesigen medialen Aufschrei. Das war dieses Jahr im Ende Februar, Anfang März. Da war ich wirklich wahnsinnig froh darüber und ich habe mir gedacht so, das ist mal ein großer Fortschritt, dass die Medien so viel darüber berichten. Es ging um Nebenwirkungen, die diese Fluorquinolone sozusagen auslösen und es sind Nebenwirkungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Lähmungserscheinungen, chronische Entzündungen, Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Nebenwirkungen, die diese Fluorquinolone auslösen können und nicht nur im geringen Anteil prozentual gesehen, sondern wirklich häufig. Und ich bitte euch einfach darum, wen es interessiert, mal in der Suchmaschine dieses Wort einzugeben, Fluorquinolone, Nebenwirkungen. Weil da gibt es auch ganz viele Berichte, Erfahrungsberichte, es gibt auf Facebook schon Gruppen. Es war auch so, dass meine Mama, mit der habe ich dann natürlich auch drüber geredet, die war
zu dieser Zeit mal beim Zahnarzt und hatte eine Zahnfleischentzündung und der Zahnarzt wollte ihr dann Ciprofloxacin oder war das Amoxicillin? Ich weiß nicht mehr welches, es war auf jeden Fall, es war irgendein Antibiotikum von dieser Sorte. Und dann hat sie ihn eben darauf angesprochen und dann hat er erst gemeint, da wäre ihm nichts bekannt. Sie kann das ganz beruhigt nehmen und da kann nichts passieren, außer vielleicht dann, dass man dann irgendwie einen Darmpilz bekommt oder so. Das sind ja die herkömmlichen Nebenwirkungen von Antibiotika. Und dann hat er sie aber 2 Tage später tatsächlich angerufen und gefragt, ob sie das denn schon nimmt. Er hat sich da jetzt informiert und schlau gemacht und er hätte jetzt noch ein anderes Antibiotikum sozusagen für sie, das er bevorzugen würde. Und sie hatte doch recht und es tut ihm leid, er war da nicht ausreichend genug gut genug informiert. Und ja, also und so ist es halt bei vielen Ärzten. Also viele Ärzte verschreiben das und kriegen gar nicht mehr mit, welche Erscheinungsbilder daraus entstehen sozusagen. Und man kann es ja nicht oft sofort in den Zusammenhang mit Antibiotika setzen, weil es ja zeitverzögert sozusagen eintritt, die Nebenwirkung. Und macht euch da einfach mal selber schlau. Und heutzutage ist es ja so, dass beispielsweise diese Ansteckungsgefahr Vorrang hat, also dass man die behandelt, dass die Leute einfach keine Zeit haben, die Krankheit ausheilen zu lassen. Und dass der Körper eigentlich erschöpft ist und sich entgiften muss durch beispielsweise eine Grippe mit Sekret oder eine Nasennebenhöhlenentzündung oder eine Entzündung klar ist, eine bakterielle Infektion ist wieder was anderes, jetzt spreche ich gerade mal von Entzündungen, aber auch bei bakteriellen Infekten gibt es da andere Möglichkeiten, das wieder in den Griff zu bekommen. Und ein ausschlaggebender Punkt, wie gesagt, ist heutzutage oft, dass die Menschen zu wenig Zeit haben, das ausheilen zu lassen. Und was aber halt nicht beachtet wird, ist, dass wirklich das Antibiotika eigentlich ein Notfallmedikament sind. Das heißt, bei ernstzunehmenden Krankheiten anzuwenden, wer wirklich eine schwere Lungenentzündung hat oder eine Nierenbeckenentzündung oder Und durch diese tägliche, millionenfache Anwendung von sämtlichen Antibiotika bildet sich momentan, davon habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, eine Antibiotikaresistenz. Also die Keime und Bakterien werden immer resistenter gegen Penicillin etc. Und irgendwann kommen wir dann zu dem Punkt, ich meine, es kann heute sein, es kann auch morgen sein, aber wenn wir das dann in den Nachrichten hören, ist es zu spät. Stellt euch vor, jetzt morgen kommt in den Nachrichten, Antibiotika wirken jetzt nicht mehr. Es wirkt jetzt kein Antibiotikum mehr, weil es so viele multiresistente Keime gibt. Was machen wir dann? Und ich finde, da sollte man einfach die Aufmerksamkeit spätestens da, oder man sollte spätestens da einfach die Ohren spitzen sozusagen und sich selber überlegen, was kann ich tun, was kann ich zusammen mit meinem Arzt, der ja eigentlich in meinem Sinn handeln sollte, tun, vielleicht. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall es ist ja auch so, dass heutzutage in der Tierhaltung ganz, ganz oft Antibiotika eingesetzt werden, weil dann die Zucht schneller geht, dann wird mehr Umsatz gemacht und die Leute können mehr konsumieren und es geht alles viel schneller. Aber das ist, ich meine, wir leben ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert und es ist halt alles jetzt. Jetzt geht es schneller und jetzt gibt es zu Weihnachten vielleicht 10 verschiedene Auswahlen von Rindfleisch oder Schweinefleisch und jetzt können wir das günstige Schnitzel essen und kaufen und genießen. Aber was ist morgen? Und ich finde es einfach total ignorant von Menschen, wenn sie immer nur so an jetzt denken. Es gibt ja diese ganzen Sprüche, denke nicht an gestern, denke nicht an morgen, denke nur an heute, an jetzt, an den Zeitpunkt. Das stimmt auch und es ist auch wichtig, dass man das in einer gewissen Weise tut, aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste so. Und ich meine, die Leute, die keine Kinder haben, keine Kinder wollen, keine Nachfahren in diese Welt setzen und das als Begründung dazu nehmen, okay, das ist dann deren Sache, aber ich finde, die meisten, die einfach wirklich Kinder in die Welt setzen, gerade Frauen, natürlich auch Männer, es gehören immer 2 dazu, das war jetzt Blödsinn, aber ich finde,
dieses Bewusstsein, das fehlt so ein großes Stück weit. Und deswegen, ja, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz, also ob Antibiotika schaden oder nicht, das ist ein Thema, ich sag mal, meiner Meinung nach haben Antibiotika viel zu oft einen, oder richten viel zu oft einen größeren Schaden als einen Nutzen an, sozusagen. Das meine ich insofern, dass bei kleinen Entzündungen oder kleinen bakteriellen Infektionen, die man hat, dann diese Antibiotikagabe dann Folgen mit sich zieht, Darmpilze, geschwächtes Immunsystem und so weiter und so fort. Und klar, Antibiotika haben auch ihren Nutzen bei schweren Erkrankungen, das hatten wir ja bereits ein paar Mal, aber synthetische Antibiotika unterscheiden ja nicht zwischen guten Bakterien und bösen Bakterien. Und wenn man ein Antibiotikum bekommt, zerstört es erstmal alle Bakterien, dem es auf dem Weg durch den Darm, sozusagen durch die Zellen begegnet. Und das sind eben auch gute Darmbakterien. Ich meine, wir brauchen Bakterien ja, um eine gesunde Darmflora zu haben, und die ist dann kaputt. Und auch bei Frauen beispielsweise Scheidenpilze, Nagelpilze, generell Darmpilze sind wirklich oft Folgen und Nebenwirkungen, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Und da denke ich mir dann immer, ist es das wert? Ich meine, es ist auf Dauer keine Lösung. Es ist zwar für den Moment, vielleicht ist für den Moment die Grippe weg, aber was ist dann in 2 Wochen? Plötzlich merkt man dann andere Symptome und dann setzt man das nicht mehr in Verbindung mit diesem Antibiotikum. Und genau bei diesem Punkt kommen dann meiner Meinung nach die pflanzlichen Wirkstoffe ins Spiel. Das Pflanzenreich hält ja in gewisser Weise wirklich Millionen von Stoffen und Substanzen bereit, die unseren Körper auf verschiedenste Weise entgiften können. Manche binden einfach die ganzen Giftstoffe und leiten sie aus. Manche sind antimykotisch, also gegen Pilze, antibakteriell, gegen Bakterien und so weiter und so fort. Andere stärken wiederum unser Immunsystem und stärken die Blutgefäße und die Zellen. Und ich finde, die Natur, die hält da so viel bereit, spätestens dann, wenn Leute hilflos sind und die Schulmedizin versagt und ihnen nicht mehr helfen kann, kommt diese Naturheilkunde ins Spiel. Und deswegen eine kurze Anekdote: schätze ich mein Publikum und meine Zuschauer wahnsinnig, weil sie einfach auch so offen sind für sowas. Und die Leute, die jetzt sich überhaupt gar nicht dafür interessieren oder sich denken, ach, scheiß drauf, die Alte will jetzt nur über Antibiotika lästern, dann haben die schon längst abgeschaltet. Eigentlich will ich sagen, es gibt ja Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle, es gibt Flavonoide, die einfach dem Körper und dem Organismus wirklich zugutekommen und in einer gewissen Weise auch Probiotika sind und einfach den Organismus stärken. Und so kann der Körper dann eigens mit eigenen Selbstheilungskräften diese Entzündung bekämpfen oder auch eine bakterielle Infektion. Ja, das geht auch. Und ich frage mich dann immer, ich meine, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber der Körper hat immer einen Grund, und wenn er das sozusagen aus eigenen Kräften geschafft hat, dann wird er auch nicht mehr anfällig dafür. Und das verstehen einfach so viele nicht. Auf jeden Fall, wen es interessiert, wen dieses Thema interessiert, ich habe vor, in meinem nächsten Video ein Rezept für ein natürliches Antibiotikum herzustellen bzw. zu zeigen, wie man das macht. Es ist wirklich ein geballtes Tonikum, ein geballtes natürliches pflanzliches Antibiotikum. Und ja, ihr müsst auch euch überlegen, es gibt auch Arzneimittel, in denen natürliche pflanzliche Stoffe enthalten sind. Und die Schulmedizin entstand auch aus der Pflanzenkunde. Wir gehen einfach zurück damit zum Ursprung, zum natürlichen und stärkenden Körper so. Es ist was Antimikotisches, was Antibakterielles dabei. Auf jeden Fall, wen es interessiert, schaltet einfach beim nächsten Video ein. Danke an die Leute, die bis hierher geschaut haben. Und ich freue mich immer, wenn es nur wirklich eine Handvoll Leute anschaut und eine Handvoll Leute darüber nachdenkt, reflektiert. Und vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der bisher oft Antibiotika bekommen hat und ein Antibiotikum zu sich genommen hat und der vielleicht jetzt auch anfängt, darüber nachzudenken. Genau, das reicht mir dann schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.